Die erste Überraschung erlebten die über 900 Handballfans in der Dessau-Anhalt-Arena schon vor Spielbeginn. Auf dem Parkett machte sich Andreas Sprecher warm und damit der Mann, der erst im Sommer seinen Rücktritt vom Dessauer Handball erklärt hatte. Die zweite war, dass auch Chris-Richard Ahlisch wieder dabei war, die Schulterprobleme endlich auskuriert. Zu Gast am dritten Spieltag der dritten Liga Ost die Reserve des TSV Burgdorf, die im Gegensatz zu den Dessau-Roßlauern einen Start nach Maß hingelegt haben. Zwei Spiele, zwei Siege, der dritte sollte in Dessau den Traumstart perfekt machen. Die Hausherren begannen mit Schönes, Livka Schmidt, Lux, Donat Wanko und Andreas Sprecher. Die Nummer 79 von Beginn an hellwach, als ob er nie weg gewesen wäre, gab er seinem Team den nötigen Rückhalt. Auf der anderen Seite sorgte ein weiterer Routinier für die ersten beiden Dessau-Roßlauer Treffer. Während sich Burgdorf immer wieder an Andreas Sprecher die Zähne ausbiss, ließ Dessau-Roßlaus Angriff viel Platz für Verbesserung. Das Ganze hatte zur Folge, dass die Zuschauer eine enge Partie zu sehen bekamen. 17 Minuten lang legten die Hausherren vor, ehe Burgdorf 2 mit Kastening und Hermann 2 Treffer in Folge gelang, was die 6:7 Führung bedeutete. Breu reagierte mit der Auszeit und sah kurz darauf, wie Neffe Franz Breu für den Ausgleich sorgte. 3 Treffer in Folge für die Hausherren brachten dem DHV die erste 2-Tore-Führung. Maßgeblich dafür verantwortlich, sie ahnen es, Andreas Sprecher, der seinen Kasten vernagelte. Die knappe Führung verteidigte Dessau-Roßlau bis zur Halbzeitpause. Kurz zuvor erlebte die Arena eine Premiere. Torwarttalent Julian von Hoff durfte auf die Platte, war beim 7 Meter von Kastening aber ohne Chance. Der zweite Durchgang begann mit einer Zeitstrafe von Donat. 2 Minuten in Überzahl, die Burgdorf nicht nutzen konnte. Im Gegenteil, in Unterzahl erkämpften sich die Hausherren einen Strafwurf und gingen zum ersten Mal im Spiel mit 3 Toren in Führung. Burgdorf konnte diesen Vorsprung immer mal wieder auf 1 Tor verkürzen, mehr aber nicht. Zum letzten Mal gelang dies Kastening beim 19:18 in der 49. Minute. Danach zündete Radek Slivka den Turbo. 3 Treffer in Folge gelangen den Tschechen. 5 Minuten blieben die Gäste ohne Torerfolg. 8 Minuten vor dem Ende sollte das die Vorentscheidung im Spiel gewesen sein. TSV-Trainer Felix von reagierte mit der Auszeit. Währenddessen gab es für Slivka Streicheleinheiten von Thomas Vollott. Den 4-Tore-Vorsprung verwalteten die Hausherren bis zum Schluss, pfiff und verhinderten nach 2 Pleiten zum Auftakt den kompletten Fehlstart in die neue Saison. Nun ja, ich sag mal, wir sind erstmal jetzt froh über diese 2 Punkte. Hätten wir die nicht geholt, dann hätten wir von einem Fehlstart sprechen müssen. Jetzt haben wir erstmal, ich sag mal, die ersten Pluspunkte, da wird sich die Aufgeregtheit hoffentlich ein kleines bisschen legen. Und wir wollen natürlich versuchen, nach vielen, vielen Jahren erfolglosen Reisens in der Landeshauptstadt dort mal was Zählbares mitzunehmen. Aber das wird schwer. Zunächst einmal galt es, die ersten 2 Zähler zu feiern. Punkte, die ohne das Comeback von Andreas Sprecher wohl nicht geholt worden wären. Ja, es kam mir relativ unverhofft. Der Manni hat mich Freitag angerufen, hat mir die Situation geschildert. Da habe ich kurz mit der Familie gesprochen, da hat keiner was dagegen gehabt. Und dann da habe ich gesagt, helfe ich aus. Und dass es so läuft, ist natürlich schön. Ja, es macht natürlich wieder Spaß, als ob man nicht weg gewesen ist. Aber ich hoffe, dass die beiden schnell wieder fit werden, zu ihrer Leistung finden und dass sie der Mannschaft weiterhelfen. Sie müssen bloß halt die Zeit bekommen jetzt, und dass sie in Ruhe arbeiten können. Und dann wird es schon werden. Zum nächsten Spiel sind mit Hoffmann und Sinčić die beiden Stammtorhüter wieder fit. Sprecher schloss einen weiteren Einsatz für den DHV aber nicht aus.